Die Sanddüne, die durch die Feldbahn durchschnitten wird, soll heute weiter Gestalt annehmen. Den unteren Teil der Düne kann ich jetzt schon mal festleimen. Und weil ich die Nase von dem Leim am Finger allmählich voll habe, probiere ich mal das hier aus. Ja, der Rand scheint gut was abzubekommen. Ja, das kann man wohl machen. Einmal den Staub wegblasen. Jetzt richte ich das so einigermaßen nach diesen Linien hier aus. Nochmal kräftig festgedrückt. Sicherheitshalber nochmal mit dem Winkel geprüft. Jo. Das zweite Teil werde ich jetzt erst drauf kleben können, wenn ich das dritte Teil geschnitten habe, weil das zweite Teil ja als Schablone dient. Ich gehe also wieder hin und mache mir eine glatte Kante. Und nutze dieses Teil jetzt als Schablone. Fahre also einmal hinzu. Und schneide es dann in gehörigem Abstand gleich mal aus. Das hat den jetzt natürlich verschoben, aber das ist noch lange nicht trocken. Okay. Das kann hier gleich drauf kommen. Dafür schneide ich mir jetzt die nächste Etage. Zunächst einmal brauche ich wieder eine glatte Kante.
Ich ritze wieder den Umriss ein. Lasse ordentlich Abstand. Und verschiebe damit das schöne Bühnenstück darunter. Auch von der Seite ordentlich Abstand. Und natürlich auch von der Seite ordentlich Abstand. Und diesmal mache ich gleich das nächste Stück. Umriss anreißen. Abstand nehmen, einschneiden, Abstand nehmen, einschneiden, Abstand nehmen, einschneiden. So, das darf ich nicht mehr allzu oft machen. Der Leim beginnt abzubinden. Da muss noch mehr runter, so eine Düne wird ja nach oben hin flacher und nicht steiler. Ja.
fahre mal mit dem Winkel dran lang. Ja, das kann so bleiben. Hier ist es schon trocken. Was jetzt zu gestalten ist, ohne dass ich diesen trockenen Dünenberg anfassen muss, das wäre die Fahrbahn der Gleise. Ich fahre das hier mal zur Seite, dass ich da nicht mehr dran komme. Und zwar soll im Bereich dieses Moduls das Gleis auf Betonplatten liegen. Auf kleinen Betonplatten, die querlaufend sind und die so in etwa 2,5 cm breit sind und 1,5 cm stark. Das Ganze möchte ich aus der 4 mm Styroformplatte schneiden. Ja, 4,0 mm. So mache ich mir einen Platz hier. Denn jetzt muss ja zunächst einmal jede Menge angezeichnet werden. Und zwar mache ich hier 5 mm Abstände rein. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Die gleichen 5 mm Abstände setze ich hier hin als Anzeichnung. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 mm. Und auf ein letztes, hier unten natürlich auch nochmal. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 75, 80, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Jetzt habe ich schon mal diese 5 mm Abstände angezeichnet.